Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Yeah! So, bevor ich jetzt diese Aufnahme angefangen habe, ist mir etwas aufgefallen. Oh Gott, ich sollte mir wirklich mal die ganzen Sims-Gegner wohl ein bisschen genauer angucken und einfach mal so eine Kamerafahrt machen. Guck mal, wo wir uns hier befinden. Genau, das ist ein Jolfplatz. Ist mir vorher irgendwie nicht aufgefallen, dass das ein Jolfplatz ist. Ich sollte mir wirklich die Gegner genauer angucken. Da hinten ist das Künstlerhaus. Das heißt, der Golfplatz ist hier Direct X in der Nähe. Ich weiß aber gar nicht, ob man hier auch wirklich golfen kann. Das weiß ich wiederum nicht. Das ist doch mal ein Ding. Also Golfplatz hier in der Haus. Jetzt gehen wir mal hoch mit der Kamera, damit ihr mal einen Überblick habt, wo der Golfplatz ist. So, wie gesagt, hier ist der große Baum. Da ist das Künstlerhaus, was wir hier gebaut hatten. Wenn man hier mal so guckt, von der typischen Spielperspektive. Und dann ist da der Golfplatz. Aber ich glaube, dass es der nicht begehbar ist. Da geht zwar die Straße da lang, aber ich weiß gar nicht, wie weit die gehen. Und der Golfplatz geht sogar noch ein bisschen weiter. Guck mal, hier ist so ein Hügel oben und so. Und dann fängt das hier halt schon mit Kulisse hier an. Dann hat man diese komischen... Ich denke nicht, dass der begehbar ist. Aber es ist eine geile Sache, dass sie den Golfplatz hingemacht haben. Ja, so, wir können ja mal gucken. Ja, hier ist Rot. Da. Ich komme ja auch im Normalmodus gar nicht bis dahin. Ne, schade. Das wäre lustig, wenn man hier den Golfplatz betreten könnte. Also Golf spielen wäre schon irgendwo cool und würde so ein bisschen zu den Quantums passen. So ein bisschen von The Luxus Art of Alive. Wa? Gut, jetzt will ich mal was schauen. Haben wir noch unsere Familienaktivität an? Ja, die ist noch an. Okay, sehr gut. Also, was will ich mal gucken? Ich will mal gucken, ob wir jetzt hier besuchen können. Ursula Kaiser besuchen. Jetzt geht's doch wieder. Pass auf, wir gehen auf den Jungen. Wir gehen auf den Jungen. Machen die Gruppenaktivität beenden. Gehen dann hier raus. Jetzt ist wieder keiner zu Hause. Alter Falter, das kann doch nicht wahr sein. Ist doch ja nicht möglich. Ursula Kaiser besuchen. Sie könnte dahin. Werner Kaiser besuchen. Die Kaisers besuchen. Keiner zu Hause. Hä? Wieso? Okay, passt auf. Wir machen das als Familienbesuch. Wir gehen als Familie hin. Hier Ursula Kaiser besuchen, dann machen wir das mal so. Dann nehmen wir mal mit. Den Mann und den Sohn nehmen wir mit und gehen da mal hin. Weil ihr könnt ja sonst fast hier ausflippen. Vielleicht muss er sie auch erst im neuen Lebensalter sozusagen kennenlernen, damit er sie besuchen kann. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gut, dann können wir auch die Familienversammlung mal starten. Juhu, dann haben die nämlich nochmal Bonuspunkte, egal was die da halt machen. Das ist ja ein bisschen. So, dann machen wir mal die Engine hier an. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir hier den Ladescreen überleben. Ladescreen! Ja. Yeah. So, ich höre schon mal Sounds. Reisen. Alle kommen mit dir. Gut, Pausenmodus ist natürlich wieder an, weil ist so. Oh Gott, ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Ist ganz schlimm, wie ich hier sitze. Hast du letzte Zeit auch so ein bisschen verspannten Nacken. Aber das hat noch ein bisschen andere Geschichte. Gut. Ich würde mal sagen, besuchen wir mal. Ich hole mal nach, ob die dann vielleicht auch hinten sitzen. Nee. Sitzt keiner da. So, dann machen wir mal eine Tür klopfen. Frau Mama geht vor. Frau Mama hat ja gesagt, wir reisen. Ah, da sitzen sie alle. So, dann kann der kleine Junior mal erstmal die Oma hier ansprechen. Oh, bei Interessen reden. Hallöchen. Ein bisschen rumblöden, auf Popkultur beziehen, Garten beleidigen? Nein. Tag verschönern, das auf jeden Fall. Zu Omis ist man immer lieb, zu Omis ist man immer nett. So, und sie kann hier mal mit Ina quatschen, freundlich vorstellen. Machen wir das mal. Da sehen wir auch hinten noch die Katze, hä? Malene! Malene!
freundlich vorstellen. So, kämpfen, üben, nein. Mehr Auswahl, freundlich. Ich glaube, irgendwo mal kennenlernen oder so. Geschenk geben. Simoleons freundliches Geschenk geben. Freundliches Geschenk geben. Was können wir ihnen geben? Wollen wir ihnen sowas hier geben? Weiß ich nicht, wie viel sie jetzt raushaut. Ob sie 52 Stück raushaut oder... Schauen wir mal nach. Ui, der freut sich aber tierisch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wie viel hat sie rausgegeben davon? Einen hat sie rausgegeben. Okay, dann ist das schon mal ganz schick. Dadurch hat er natürlich jetzt auch diese Früchte. So, und er hier, er glotzt Fernsehen, ne? Ist ja geil. Zu Hause hat er keine Glotze, weil ich dagegen bin. Da kann er sich auch mal fröhlich vorstellen. Dadurch müssten die theoretischerweise sich jetzt alle kennenlernen, ne? So. Meine vernünftige Kameraeinstellung suchen. So, und der Junior, der kann langsam hier mal das Gespräch mal so ein bisschen beenden und ein bisschen mit der Katze spielen. Wo ist die hingeblieben? Katze! 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 Streicheln! So, Junior, renn mal los. Da ist er unterwegs. Vor allem mit der Swag-Musik hier. Oh, der Fernseher geht mir aber auf den Nerv. Der ist ja ein schön. So, was hast du denn? Streicheln. Komm mal hin. Streichel doch mal die Katze. Sie will es. Guck mal, sie winkt schon. Hallo, ich bin hier. Traut er sich nicht oder was ist da los? Cindy streicheln. Ja, Cindy aus Marzahn oder was? Was hab ich mir dabei gedacht? Keine Ahnung. Hochheben, Cindy beruhigen, wegen unglücklichem Tier. Warum ist sie denn so unglücklich? Wo geht sie denn hin? Cindy streicheln. Ich glaube, sie hat ein Passing-Problem. Jetzt kommt sie, okay. Mau, ja. Ah, jetzt funktioniert's. Irgendwie war da so ein bisschen ein Passing-Problem, definitiv. Hm? Der Junior hat langsam ein bisschen Hunger. Wie hungrig ist er denn? Ja, es geht noch, das ist in Ordnung. Was kannst du denn sonst nochmal umarmen, auf Couch plumpsen lassen? Kannst du ja mal machen. Oder wo willst du jetzt hin? Auf Couch plumpsen lassen. Irgendwas wegen der Dings, willst du dich darauf setzen? Kannst du natürlich auch machen, hier sitzen, da, hier, so. Hm? Oder ist die da zu nah dran und passt da nicht rauf, hier sitzen? Okay. Ist mir da ein Baufehler passiert? Da passt er aber doch mindestens drauf, oder? Das geht, ja. Das ist in Ordnung. Mensch. Ja, toller Garten hier, wa? Hm? Und mit der Sonnenblume. Kann er die Sonnenblume irgendwie angucken oder so? Nee, wa? Also ein bisschen schade. Aber das müsste hier anguckbar sein. Auch nicht. Geht nicht. Das geht. Ansehen. Zusammen ansehen. Aha. Hat der Hunger? Ein Gericht nehmen. Geht da einfach an einen fremden Kühlschrank. Der hat die Nerven weg, wa? Boah, das kann echt nicht wahr sein. Ist ja egal, Hauptsache der Kühlschrank hier. Oh, hier ist ja diese geile Küche. Guckt euch mal diese Küchenszene an. Ist eigentlich ein relativ schmaler Raum. Ich habe den so ein bisschen länglich gestaltet, aber ist so geil geworden. Und das ist alles noch ohne Offset. Ich bin so gespannt, was für eine geile Wohnung wir bauen können mit Offset. Ist er rausgegangen wieder oder wo ist er lang gegangen? Ich weiß jetzt gar nicht, wo der lang gegangen ist. Oder ist er jetzt hier mit diesem Raum? Wo ist der Junior hin? Junior? Keiner weiß es. Ah, da ist er. Okay. Coole Nummer. Die Katze schläft da unten. Ja, das ist alles schick. So, er hatte jetzt mit der Frau des Hauses gesprochen. Dann kann er halt sich da nochmal hier über Nachbarn Grundbeschlitz plaudern. Da kann er machen. Und sie hier, sie kann mal, was will sie denn machen? Etwas lesen. Nee, das kannst du zu Hause machen. Über Interessen reden. Genau so. Dann haben die sich nämlich mal Crossover kennengelernt. Ist vielleicht gar nicht mal so grundverkehrt. Junior ist am Essen. Wie weit ist er denn mit dem Essen? Sieht eigentlich ganz gut aus. Den Rest kann er stehen lassen. Weil ich sag mal so, obwohl er kann das auch sauber wegräumen.
Er hat ja da Manieren. Können wir mal machen. Aufräumen. Werden wir mal den Kleinen hier nochmal ein bisschen folgen. Weiß gar nicht, ob er hier noch was zum Saubermachen hat. So nach dem Motto, juhu, ich bin mal hier nett und freundlich. Wie jetzt zum Beispiel hier Tischdecken mit schicke Location, mit Borte. Dann hier auch nochmal Tischdecken mit schicke Location, mit Borte. Weil das ist ja hier auch mit einem älteren Haushalt. Und die mögen ja alles so mit Spitze, Borte, Rüche und sonst wie. Schicke Location und dann auch natürlich mit Borte. Und dann sehen wir hier, wie die Punkte nach oben gehen. So, hat er auch gemacht. Kann er die Spüle hier sauber machen? Da so, das ist alles in Ordnung. Alles schön gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Toilette war. Ich glaube, die war eine Etage höher. Genau, hier war sie. Dann kann er mal zum Beispiel auch mal hier mal seinen Stuhlgang machen. Bitte hier mal Hände waschen, Zähne putzen. Dann ist er hier im Prinzip schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das Schlafzimmer habe ich hier relativ schlicht gehalten. Aber es sieht geil aus eigentlich. Da habe ich mir auch echt viel Mühe gegeben bei den Häuschen hier. Ja, auch hier mit dem so Kunstwerk da und solche Geschichten. Ist echt nett geworden. So, Blase ist, dann Hygiene haben wir auch. Spaß geht ein bisschen runter. Danach könnte er vielleicht noch mal ein bisschen tanzen, der Kleine. Wo haben wir denn hier? Tanzen, Musik, Musik. Hat er irgendwas mit Musik? Genau, da hat er. So, da könnte er tanzen. Zuhören mit klassischer Musik entspannen. Wäre ja auch eine Idee. Könnte er machen. So, wie sieht's bei Ihnen aus mit seinen Bedürfnissen? Müssen wir mal nachschauen. Das ist heute in Ordnung. Kleiner Hunger. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann ja den ganzen Kühlschrank hier leer essen, oder? Boah, guck mal die Katze an, wie der faul rumliegt hier. Ne? Schnelle Mahlzeit. Hast du ja Reste nehmen? Reste reicht, ja. Und sie ja, kann auch nochmal Reste nehmen. Wenn hier nochmal. Oder sie macht schnelle Mahlzeit. Sie nimmt sich mal einen Joghurt hier, genau. Guckt euch mal das an. Fresh, faul und philosophisch. Nee, das ist nicht Gabi, das ist Cindy. Ja, liegt einfach mal da auf dem Boden der Tatsachen. So liege ich manchmal auch, besonders wenn ich da eine 7-Tage-Woche hatte. Ja, liege ich auch so auf dem Boden, weiß nicht manchmal, was Sache ist und ja, gib ihnen eine. So einfach ist das da. Oh ja, 7-Tage-Woche, die Hölle im Seniorenheim. Gut, Junior kann hier nochmal ein bisschen was seine Manier machen. Tischdecken mit schicke Location, dann nochmal Borte. Hier dann auch mal Tischdecken mit schicke Location, auch mal noch eine Borte. Und dann hier auch nochmal schicke Location mit Borte. Genau. So, dann kriegt er hier nochmal Manieren rein. Kann man hier meckern. Alter, der muss doch richtig langsam super Manieren haben. Manieren, Manieren, Manieren. Ja, Manieren kommt langsam. Ne? Da braucht man noch hier Konfliktlösung und noch ein bisschen emotionale Kontrolle. Ich denke mal, das kriegen wir mit der Zeit doch ganz locker hin. Ne? So, und dann kann er da nochmal drüben hin und nochmal ein bisschen bei Musik entspannen. Weiß jetzt gar nicht mal, was da hochging. Das werden wir gleich sehen. Spaß ist okay. Das ist, also die emotionale Kontrolle. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geht die eigentlich mit der Zeit immer noch höher? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, da geht der Pfeil immer höher, 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 höher. Ja, das ist schick. Ja, jetzt will er da quatschen. Ist ja sehr schön. Hier nochmal entspannen. Er wird doch sehr von viel abgelenkt, der Kleine. Emotionale Kontrolle. Der Film ist aber im Fernsehen so spannend. Ja, so ist das. So, wie sieht's denn da aus? Eigentlich super, alles schick. Alles super schick. Sie hatten, glaube ich, noch nicht gegessen, wie ich hier sehe. Das heißt, eine schnelle Mahlzeit. Hier ein Joghurt, habe ich gesagt. Gemetzel im Mondlicht. Nee, solche Filme guckst du nicht an. Das muss nicht sein. Hier, dann kannst du mit ihr nochmal hier reden. Ein bisschen über Mode scherzen. Nee, nach Karrierefragen hat sie nicht. Tanztechniken reden, das wäre eine Möglichkeit. So, emotionale Kontrolle wächst da weiter heran. Super.
Gut, wir sehen uns jedenfalls morgen wieder. Hier sehen wir, dass es auch langsam Abend wird. Das heißt, wir werden morgen bestimmt wieder mal nach Hause gehen. In dem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und Cheerio.